Dann haben wir uns das ein bisschen aufgeteilt. Wurde ja gerade schon gesagt, wir kommen von der Uni Bielefeld und wir haben uns dem Thema Lehrräume und Lernräume gewidmet und wollen dazu mal vorstellen, wie wir versucht haben, mit recht wenigen Änderungen eine flexible Lernumgebung zu schaffen. Dieser Text oder die Ausschnitte des Textes sind bestimmt vielen, die hier sind, bekannt, die sich irgendwie mal mit Hochschulbildung und Architektur beschäftigt haben. Das ist jetzt aus Probleme und Perspektiven des Hochschulbaus, das Gutachten des Wissenschaftsrats aus 2022, wo so ein bisschen so ein Bild aufgemacht wird, wie verändert sich eigentlich unsere Universitäten und Hochschulen und wie müssten sie sich verändern und sollten wir das Running System changen oder lassen wir es so, wie es ist? Der Wissenschaftsrat kommt zum Schluss. Tendenziell sind Hochschulen eher so ausgerichtet auf große Hörsäle, große Seminarräume, und klassischerweise ja dann irgendwie auf frontal orientierten Unterricht. Das trifft natürlich jetzt nicht auf alles zu, aber dann doch immer noch auf einen Großteil. Und das erzähle ich nichts Neues. Das haben wir die letzten 2 Tage jetzt hier auch mindestens gehört. Verschieben sich aber trotzdem die Prioritäten von Lehrenden und Lernenden zu neuen Formen des Kompetenzerwerbs. Persönlichkeitsentwicklung wird immer wichtiger. Und dafür brauchen wir eigentlich einfach experimentelle, interaktive, kollaborative Formate. So drückt es der Wissenschaftsrat ja ganz deutlich aus und kommt dann aber auch zum Schluss, es mangelt an Räumen, die diese Möglichkeiten bieten. Also wie soll ich kollaborativ arbeiten in einem klassisch aufgestellten, reihenbestuhlten Hörsaal oder auch Seminarraum, wenn das als Sozialform gar nicht die Möglichkeiten bietet. Von daher kommen wir zum Schluss, es braucht eine Möglichkeit, mit diesen Veränderungen umzugehen und da haben wir versucht, einen kleinen Input zu liefern. Das, was ich gerade schon gesagt habe, drückt sich auch in unterschiedlichen Studien und unterschiedlichen Ansätzen aus. Es gibt einfach geänderte Anforderungen an Studierende. Zu sagen, dass das jetzt erst in der letzten Zeit so ist, ist auch falsch. Aber der Wissenschaftsrat in seinem anderen Papier von Zukunft von Studium und Lehre kommt dort auch zum Schluss und wie auch viele andere Diskussionen rund um Future Skills, dass wir für Studierende, für die Arbeits- und Lebenswelt mehr auf Kollaboration und Flexibilisierung setzen müssen. Und dabei ist die Raumgestaltung und das Mobiliar in den Seminar- und Lehrräumen besonders wichtig, weil es eben so Nutzungsformen und Sozialformen durch Angebotscharakter, also Affordanzen hier als Stichwort, immer nahelegt und ein Raum in Reihenbestuhlung eben nahelegt, das doch vielleicht auch als Frontalunterricht zu nutzen. Und das ist in diesem Fall dann eben nicht sinnvoll für die Formate, die wir dort geplant haben. Es fehlt dementsprechend für Studierende an Selbstorganisationsmöglichkeiten und wirklich so auch flexibel, bedürfnisorientiert sich in den Lernräumen anzupassen. Und in dem Kontext, wie wir das hier vorstellen, die Studie, da sage ich gleich noch was dazu, wie wir dazu kamen, haben wir uns 3 Konstrukte angeschaut, bei denen wir glauben, dass man sie einerseits ganz gut messen konnte und andererseits auch ganz relevant sind für die Lernprozesse durch die Lernraumarchitektur beeinflusst. Das ist die konstruktivistische Lernumgebung, die Möglichkeiten für Kollaboration und auch die Möglichkeiten für Flexibilisierung. Was steht dahinter in Kürze? Gleich gibt es von Jessica dazu dann noch mehr. Konstruktivistische Lernumgebungen beschreiben eigentlich alle Lernumgebungen, in denen Wissen selbstständig konstruiert wird und der klare Fokus der Lernaktivität auf dem Eigenaktivität und dem Kontextbezug des Wissens liegt. Also eine Verbindung von Instruktionselementen mit Konstruktionselementen, also dass die Studierenden selber was erarbeiten. Natürlich gibt es dort auch Phasen der Instruktion, also klassisch auch frontal. Eine konstruktivistische Lernumgebung ermöglicht eben beides, beide Formen. Und ganz wichtig ist, Lernen ist dort so ein bisschen runtergebrochen immer ein aktiver Prozess. Das kann jetzt auch wirklich aktiv im Sinne von ich laufe rum sein, kann aber auch ein aktiver Prozess sein im Sinne, ich nehme nicht nur träges Wissen auf, sondern verarbeite das auch selbstständig und ist dementsprechend auch immer ein sozialer Prozess, weil Lernen in Gruppen funktioniert. Das leitet dann auch weiter zum nächsten Konstrukt, kollaborative Lernprozesse. Kollaborative Lernprozesse fördern generell die Sozialkompetenz. Klar, wer in Gruppen gearbeitet hat, auch schon im Studium, wird es hinterher auch viel besser können. Unter anderem kann man da ableiten, dass das die Steigerung der selbstbestimmten Motivation für Studierende in diesem Lernprozess positiv einwirkt, dass sich das Selbstwirksamkeitserleben steigert und generell auch der intrinsische Wert, der der Lernaufgabe zugeschrieben wird, kann dadurch auch erhöht werden. Das Letzte, was wir uns angeschaut haben, ist, wie wirkt so ein Raum eigentlich auf Flexibilisierung von Lernprozessen, also die Ermöglichung, flexibel und selbstgewählt in Arbeitsstrukturen zu lernen. Also wie kann ich den Lernraum so für mich nutzen, dass er für mich optimal nutzbar ist? Dadurch werden natürlich Möglichkeiten der Selbstregulation gegeben und auch der Autonomie. Das ist, denke ich, dann klar beim Stichwort Flexibilisierung. Jetzt von mir der letzte Teil. Es kam gerade schon, als ein paar dabei waren, die Universität Bielefeld baut sich um. Die Universität ist eines der größten zusammenhängenden Gebäude Europas, dementsprechend auch eine der größten Baustellen. Es gibt eine Totalsanierung der Universität. Man sieht das hier vorne in dem Bild, wo die Baukräne sind. Dort
ist der erste Teil des Neubaus. Und ein Teilziel dieser gesamten Totalsanierung ist es auch, Raumkonzepte partizipativ zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren. Das ist ein Ziel, was aus dem Rektorat auch gesetzt wurde und wo durch Beteiligung der Hochschuldidaktik, Lehrenden und Lernenden und den klassischen Facility Management in Strukturen natürlich auch geschaut wird, welche Raummöglichkeiten bieten sich eigentlich, um das Raumportfolio zu erweitern. Und in diesem Kontext sind wir ganz glücklich, und da gebe ich jetzt auch an Jessica ab, dass wir Jessica Krümpel bei uns als wissenschaftliche Hilfskraft dafür gewonnen haben, dass sie diesen Raum, den wir umgestaltet haben, dann auch wissenschaftlich evaluiert hat und in dem Zuge das dann heute auch vorstellt. Und wir hoffen, dass wir mit diesen Ergebnissen dann unter anderem für die weiteren Bauabschnitte, die Uni ist ja noch recht groß, wie man da hinten sieht, auch Impulse für weitere Lernraumgestaltungen schaffen können. Und dann gebe ich mal gleich ab an Jessica. Ja, danke. Ich würde dann auch direkt weitermachen und den Raum vorstellen. Hier sehen wir erstmal die Ausgangslage des Seminarraums vor der Umgestaltung. Trotz Raumknappheit wird der Raum sehr eindimensional als Lehrraum genutzt. Der Raum ist 95 Quadratmeter groß und für so 50 Teilnehmende zugelassen. Wir hatten hier drei lange Tischreihen mit frontaler Ausrichtung. Die Tische sind sehr schwer. Umräumen ist hier aufwendig und eben gar nicht vorgesehen. Also ein sehr klassisches Setting, obwohl das Gebäude erst 2014 eröffnet wurde. Der Raum wurde dann so umgestaltet, genau, dass er eben flexibilisiert wurde, multifunktional ausgestattet und in den Nutzungsoptionen erweitert. Also dass der Raum dann nicht mehr nur auf ein Nutzungsszenario festgelegt ist, sondern neben dem klassischen Lehrraum auch Lern- und Diskussionsraum. Dazu konnten sich die Lehrenden dann mit einem Kurznutzungskonzept bewerben, um den Raum dann für Seminare mit den Studierenden zu nutzen. Und was die ganz konkrete Ausstattung des Raums angeht, hatten wir mobile und höhenverstellbare Sitz- und Stehtische, also Tische, die man einfach auf Rollen verschieben kann, daneben auch Sitzwürfel, mit denen man auch kleine Tische bauen kann. Auf der Fensterbank waren Sitzkissen, wir hatten mobile Whiteboards und ein D10, das ist eine mobile Videokonferenzlösung für hybride Lernsettings, und für die Raumatmosphäre hatten wir noch so eine kleine Sesselecke mit Pflanzen. Der Raum wird dann von den Nutzenden immer wieder aufgeräumt und neu aufgebaut, sodass man, wenn man reinkommt, erstmal eine ganz freie Fläche hat. Soweit dann erstmal zum Raum an sich. Jetzt möchte ich die zentrale Fragestellung erklären, also inwiefern sich der Flexraum von üblichen oder regulären Seminarräumen hinsichtlich der eben vorgestellten Theorie unterscheiden. Wir haben angenommen, dass aufgrund der flexiblen Gestaltung des offenen Raumkonzepts viel einfacher und schneller zwischen Lernszenarien gewechselt werden kann. Also zum Beispiel vom Stuhlkreis zu Gruppentisch oder dass man eben am Whiteboard arbeitet und was Arbeitetes wiederum vorstellt. Und hier bietet es sich eben vermehrt an, auf kollaborative Lernformate zu setzen. Und daher haben wir auch vermutet, dass Lehrveranstaltungen im Flexraum die Zustimmung zu den Prozessmerkmalen des gemäßigten Konstruktivismus viel höher ausgeprägt ist. Also, dass der Flexraum zu Lern-Lehrmethoden anregt, die auf interaktive Formate setzen, die die Lernenden einbinden, dazu ermutigen, sich aktiv zu beteiligen. Und deswegen sollten eben Lernprozesse im Flexraum aktiver sein. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die der Raum bietet, bietet den Studierenden viel mehr Autonomie und Kontrolle über die Gestaltung ihres Lernprozesses. Also, dass sie eben selbst entscheiden können, ob sie am Stehtisch stehen, in einem Gruppentisch arbeiten oder sich in der Sitzecke zurückziehen. Und deswegen sollten die Lernprozesse im Flexraum auch selbstgesteuerter bewertet werden. Angesichts so vermehrter sozialer Interaktion und einer aktiveren Beteiligung sollten dann auch Lernprozesse sozialer wahrgenommen werden. Und dadurch, dass die Lernatmosphäre viel entspannter und hierarchiefreier ist, sollte der Lernprozess auch emotionaler, also im Sinne von das praktische Wohlbefinden beim Lernen bewertet werden. Die Prozessmerkmale des gemäßigten Konstruktivismus, situativ und konstruktiv, beziehen sich hier eher auf inhalts- und lerngegenstandsbezogene Aspekte. Und daher haben wir angenommen, dass die weniger durch den Raum, sondern vielmehr durch die Lehre, die Methoden und die Lehrperson beeinflusst werden. Wir haben aber weiterhin noch angenommen, dass der Flexraum dazu beiträgt, kollaborative und flexible Lernprozesse zu erleichtern, indem er eben eine Vielzahl von Lernszenarien und Interaktionsmöglichkeiten durch die offene Gestaltung das einfache und schnelle Umbauen ermöglicht. Diese Fragestellung haben wir eben so umgesetzt und untersucht, dass wir auf der nächsten Folie
90 Studierende der Universität Bielefeld erhoben haben. Davon waren 38 im Bachelor, 50 im Master. Im Durchschnitt waren die Studierenden 26 Jahre alt, der Großteil davon weiblich. Die Zuteilung zum Flexraum war nicht randomisiert, weil die Lehrenden sich eigeninitiativ angemeldet haben. Und die Studierenden haben dann eben an der jeweiligen Lehrveranstaltung der Lehrperson teilgenommen, ohne zunächst zu wissen, dass sie im Flexraum stattfinden sollte. Wir haben die 12 Lehrenden auch erhoben, aber aufgrund der kleinen Stichprobengröße eben nicht inferenzstatistisch betrachtet. Beim Kontrollraum als Vergleichsdimension sollte eben an eine vergleichbare Veranstaltung gedacht werden, die in einem regulären Seminarraum der Uni stattfand, idealerweise auch im gleichen Gebäude und im gleichen Semester stattgefunden hat. Die befragten Personen haben dann je Item den Flexraum und den Kontrollraum parallel nebeneinander beurteilt. Dann möchte ich noch kurz die Messinstrumente vorstellen. Da, wie erwähnt, haben wir eben die Prozessmerkmale des gemäßigten Konstruktivismus mit einem Fragebogen von Urhane et al. Mit den 6 Subskalen der Prozessmerkmale. Ein Beispiel-Item von der Subskala aktiv ist. In der jeweiligen Lehrveranstaltung war ich beim Lernen aktiv. Wir hatten 5 Items zur Skala Kollaboration. Ein Beispiel-Item ist, der jeweilige Seminarraum ermöglicht kollaboratives Lernen. Und zur Skala Flexibilisierung hatten wir einen modularen Fragebogen zur Evaluation von Lehr-Lern-Szenarien. Da ist ein Beispiel, in der jeweiligen Lehrveranstaltung konnte ich räumlich flexibel lernen. Die Items hatten jeweils zufriedenstellende bis gute Reliabilitäten. Genau, und dann würde ich auch schon die Ergebnisse darstellen. Der Kontrollraum war eben der vorgestellte Raum, der hier in Grau ist, und in Blau ist der Flexraum. Wir können sehen, dass durchgängig der Flexraum höhere Werte hat, also spricht für eine höhere Zustimmung zum Prozessmerkmal. Wir haben signifikante Unterschiede beim Prozessmerkmal aktiv, selbstgesteuert, emotional und sozial, und das spricht eben dafür, dass die Studierenden Lernprozesse als signifikant aktiver, selbstgesteuerter, emotionaler und sozialer wahrgenommen haben im Vergleich zum vorgestellten Kontrollraum. Der Flexraum bietet also entsprechend mehr Möglichkeiten als reguläre Seminarräume, die Merkmale zu fördern. Konstruktiv und situativ hatte eben hypothesenkonform keine signifikanten Unterschiede. Auf der nächsten Folie haben wir dann noch die Skalen Kollaboration und Flexibilisierung. Hier haben wir auch signifikante Unterschiede mit relativ hohen Effektstärken. Wir haben dann auch noch die Studierenden gefragt, welchen Raum sie denn konkret bevorzugen würden. Und 71,7% würden eben die gleiche Lehrveranstaltung lieber im Flexraum besuchen. Und aus diesen Ergebnissen lassen sich wichtige Schlussfolgerungen für die Gestaltung flexibler Lernräume ableiten. Deswegen haben wir hier einige Erfolgsfaktoren und Umsetzungstipps benannt. Zum Beispiel sind die mobilen Whiteboards, die man eben auch gleichzeitig als Trennwand nutzen kann, sehr gut angekommen. Grundsätzlich das Angebot verschiedener Arbeitsorte, also dass die Studierenden Möglichkeiten hatten, am Stehtisch zu arbeiten, auf der Fensterbank zu sitzen, ganz schnell in den Gruppentisch zu wechseln. Das spricht dann nochmal eben die Mobilität an, also dass man eben ganz schnell umgestalten konnte. Die Tische und Whiteboards waren auf Rollen, man konnte eben schnell in verschiedene Szenarien wechseln, und dadurch die entstehenden Bewegungspausen wurden auch vielfach als aktivierend und positiv rückgemeldet. Die freie und offene Raumgestaltung, also dass es erstmal eine große offene Fläche ist mit keinen fest installierten Möbeln, sondern dass man möglichst modulare Elemente hat und einen Raum für die eigene Gestaltung, je nach Bedarf. Das kam auch sehr gut an. Insgesamt kamen tatsächlich die Sitzwürfel gar nicht so gut bei den Studierenden an. Die wurden zwar, wie man hier auf der Grafik sieht, ziemlich viel genutzt mit über 70%, die wurden aber sehr unbequem bewertet tatsächlich. Daneben haben die Studierenden auch rückgemeldet, dass sie eben keine Möglichkeit haben, sich sozusagen zu verstecken und dass das Umbauen relativ viel Zeit benötigt. Das sind erstmal sehr positive Ergebnisse. Es gibt aber auch ein paar Einschränkungen der Untersuchung, die ich auf der nächsten Folie knapp anreißen möchte. Der physische Lernraum ist eben nur ein Aspekt von vielen relevanten Einflüssen, die studentische Lernergebnisse erklären. Der größte Anteil der Varianz, so circa 50%, wird durch die Studierenden, also durch ihre Motivation, durch Interesse am Thema aufgeklärt. Es ist hier auch
unklar, auf welchen Kontrollraum die Studierenden eigentlich ihre Angaben bezogen haben. Also sie sollten sich einfach einen vergleichbaren Raum vorstellen, aber wir haben eben nicht erfasst, welcher konkrete Raum das jetzt war, was der für Eigenschaften hatte. Daneben ist der Name des Flexraums auch mindestens für die Skala Flexibilisierung suggeriert der eine Tendenz, hier den Raum höher zu bewerten, wodurch die Effekte der Skala auch vermutlich ein bisschen überschätzt wurden. Und zusammenfassend wollen wir dann noch ein Fazit und so allgemeine Implikationen für die Hochschuldidaktik ableiten. Die Verlagerung zu vermehrt konstruktivistisch oder kollaborativen Lernformaten erfordert eben Räume, die diese Ansätze überhaupt erst möglich machen und im besten Fall auch unterstützen. Und da stellt der Flexraum eben eine gute Anpassung an den Wandel von Lehr-Lernprozessen dar. Er unterstützt so eben die Ausbildung von Future Skills, vor allem Kollaboration kann hier gut gefördert werden. Wir haben dadurch eben auch mehr Möglichkeiten für die Umsetzung verschiedener didaktischer Szenarien. Also es bedeutet, dass eben die Nutzungsformate je Raum erweitert werden und dadurch haben wir auch eine effiziente Raumnutzung. Also die flexible Gestaltung wirkt so auch der Raumknappheit entgegen, indem eben eine vielseitige Nutzung desselben Raums für unterschiedliche Lehr-Lernaktivitäten möglich wird, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Räumen reduziert werden kann. Wir haben also insgesamt eigentlich nur ganz kleine Veränderungen vorgenommen, die aber schon recht viel verändern können. Und diese Ergebnisse sprechen eben für die Ausweitung des Konzepts auf weitere Räume. Und seit dieser Umfrage wurden eben auch ein paar weitere Seminarräume im Bestand der Uni Bielefeld ähnlich umgestaltet. Wir haben ja auch noch so ein Zitat von ein paar Lehrenden aufgeschrieben. Genau, das war so eine Rückmeldung, die methodischen Möglichkeiten sind im Flexraum so viel besser als in dem Raum, in dem ich mit meinem Parallelseminar war. Ich habe mich in der ersten Gruppe im Flexraum schon zurückgehalten, weil ich es unfair gegenüber der zweiten Gruppe, also im regulären Seminarraum, fand. Für die eine Gruppe ein methodisch tolles und für die andere ein methodisch aufgrund der beschränkten Räumlichkeit doch sehr eingeschränktes Seminar zu machen. Das nochmal so als Rückmeldung direkt von einer lehrenden Person. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Vortrags. Gibt es dazu noch Fragen? Erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Ihr seht schon den virtuellen Applaus. Ich werde jetzt die Aufzeichnung erstmal anhalten und bitte dann tatsächlich auch um Fragen in den Chat. Und die können dann Fabian und Jessica beantworten.